Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute ein weiteres Wappen aus der Serie Game of Thrones, und zwar das Wappen des Hauses Tyrell. Viel Spaß damit! Zuerst brauchen wir, wie bei den anderen Wappen, auch einfach einen Untergrund, und da habe ich mich für die Farbe Smaragd entschieden. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Grünton wählen. Das habe ich ausgerollt, mit einem Ausstecher ausgestochen, die Kanten ein bisschen geglättet und dann kommt das direkt in den Backofen. Für die Blume habe ich mir 5 Kügelchen ausgerollt, die ungefähr gleich groß sind, und aus diesen Kügelchen forme ich jetzt die Blütenblätter. Die sind so ganz leicht dreieckig, aber abgerundet eben. Und damit ich sehen kann, ob die Blütenblätter auch wirklich gleich groß sind, lege ich sie immer wieder so aufeinander und lege sie schon mal zu einem Kreis zusammen. Und dann werden die Kanten nach oben gefaltet, so wie ihr es hier seht. Als nächstes brauchen wir nochmal 5 Kügelchen, allerdings deutlich kleiner, und die rollen wir auch ein bisschen länglicher aus. Dann habe ich mir eine Mitte zurechtgelegt, also einfach ein Stück Fimo, und in dieser Mitte werde ich dann alles befestigen. Hier seht ihr es. Die Blätter, also diese länglichen Stücke, die werden jetzt strukturiert. Dann kommt ein Blatt dazwischen, ein Blütenblatt, das wird auch strukturiert, und so geht das immer weiter, bis wir dann am Schluss endlich unsere Blüte haben. Ich habe die Mitte dann noch gut verblendet, habe mir wieder ganz, ganz kleine Kügelchen ausgerollt, und die werden jetzt zu einem Kreis gelegt, und in die Mitte davon kommt nochmal ein Kügelchen. Ihr könnt das Wappen des Hauses Tyrell natürlich auch auf andere Weise machen. Es gibt da ganz viele verschiedene Bilder bei Google. Ich habe mich eben an diesem einfachen orientiert. Es gibt natürlich auch viel, viel aufwendigere Varianten. Da könnt ihr einfach mal schauen, was euch da so gefällt. Wenn die Blüte fertig ist und euch gefällt, dann können wir die dann einfach auf die bereits gebackene Unterlage draufkleben. Das hält meistens ganz gut, und wenn nicht, dann könnt ihr noch Fimo Liquid dazu nehmen. Das kommt dann auch wieder in den Backofen, und zwar für 30 Minuten bei 110 Grad. Nach dem Backen male ich mit Acrylfarbe dann den Leitspruch der Tyrells auf, nämlich kräftig wachsen oder im Englischen growing strong. Aus dem Hause Tyrell mag ich besonders Olenna und Margaery sehr gern. Ich finde, die beiden sind wirklich unheimlich interessante und starke Frauen. Ich finde, die beiden sind wirklich gelungen in der Serie. Und ich mag auch das Wappen der Tyrells wirklich sehr, sehr gern. Ihr könnt übrigens oben auf dem i abstimmen, welches Haus ich als nächstes basteln soll. Ich habe nämlich Lust, noch ein paar weitere zu machen. Wenn die Rückseite getrocknet ist, dann verdünne ich meine Acrylfarbe mit ganz, ganz viel Wasser und gehe dann über die Rose drüber. Und dadurch, dass das eben so flüssig ist, läuft das in jede Rille, und ich finde, das gibt eben einen besonderen Effekt. Das habe ich auch bei den anderen Wappen gemacht. Dann wird noch lackiert, vorn und hinten. Das wird dann ja zum Trocknen einfach hingelegt, und wir sind fertig mit unserer Rose. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe natürlich noch weitere Wappen gemacht, die zeige ich euch jetzt hier. Und wenn ihr die sehen wollt, dann verlinke ich euch die Playlist einfach mal auf dem i. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Valar Morghulis!